Ich denke, ich spreche für jeden hier, wenn ich sage, dass Nintendo mit Wii ein ganz großer und sehr innovativer Wurf gelungen ist. Hey, wer hat da gegähnt? Wie dem auch sei, haha, Wii ist mehr als nur ein hübsch designtes Spielzeug. Wii ist ein universelles Hilfsmittel für jede Lebenslage. Deshalb zeigen wir Ihnen jetzt unsere Top 5 der alternativen Einsatzmöglichkeiten für Nintendos Wii. Auf Platz 5. Sie sind ein gestresster Chefredakteur, der vor lauter Terminen, Preisverleihungen und Redaktionskonferenzen nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Sie wollen auf pädagogisch wertvolle Art mal so richtig Dampf ablassen, bis der Arzt kommt. Kein Problem, denn die Wii-Fernbedienung lässt sich auch prima als Klangholz einsetzen. Jeder von uns kennt das Phänomen. Da steht man im Fahrstuhl, ist auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, will noch schnell eine Tasse Kaffee herunterspülen und upsa! Da die Geschäftsleitung beim Fahrstuhl gespart hat, kommt es während der Fahrt in die Chefetage häufiger zu kleinen Turbulenzen. Doch was nun? Mit nassem T-Shirt um eine Gehaltserhöhung betteln, das geht nun wirklich nicht. Nur gut, wenn man eine Wii-Fernbedienung mit Nunchuck-Einheit dabei hat, denn die lässt sich auch prima als spontane Wäscheleine einsetzen. Aufgeschlossene Mitfahrer vorausgesetzt. Besonders in Süddeutschland sind sie überall anzutreffen. Abschüssige Straßen und abschüssige Parkmöglichkeiten, die einem den Shoppingtrip in die City ganz schön verleiden können. Danger! Auch für dieses Problem hat Nintendo eine passende Lösung parat. Denn mit einem Wii als Wegrollsperre können sie auch an der Eiger Nordwand parken. Da rollt nichts mehr weg. Garantiert! Der Arbeitsalltag eines GamePro-Redakteurs ist voller Tücken. Eine davon hört auf den Namen Markus Schwertl und hat häufig ein Problem mit dem individuellen Schreibstil seiner Redakteure. Da Betriebsräte und Gewerkschaften in solchen Fällen nicht sofort zur Stelle sind, bietet Wii zu Unrecht gescholtenen Redakteuren eine Möglichkeit, schnell und vor allem endgültig auf solche Ungerechtigkeiten zu reagieren. Der erste Platz hängt mit einer der beliebtesten Männerbeschäftigungen in der Geschichte der Menschheit zusammen. Nein, nicht Taschenbillard, sondern das Leeren von Flaschen mit alkoholhaltigen Getränken, auch als Bier bekannt. Doch auch hier kann der Alltag böse zuschlagen, denn diese im Volksmund als Kronkorken bekannten Metalldinger auf dem Flaschenhals verhindern oftmals den Zugang zum süffigen Gesöff. Was tut man also, wenn kein Flaschenöffner vorhanden ist? Wir nehmen natürlich die Wii-Fernbedienung und hebeln den Kronkorken einfach weg.